Wir machen heute weiter bei unserer Serie Kleinkarawan, Mini-Karawan, Kompakt-Karawan, wie man sie auch immer nennen möchte. Mich hat ein Zuschauer namens Schnacken94 auf einen Mini-Karawan hingewiesen, dessen Konzept ein bisschen anders ist als die ich bisher vorgestellt habe, aber auf jeden Fall auch sehr interessant. Und wenn euch das alles interessiert, sehen wir uns gleich nach dem Intro. Willkommen auf dem Kanal Elektrocamping, dem einzigen Kanal, der die Elektromobilität mit Camping verbindet. Wie ich bereits gesagt habe, schauen wir uns heute wieder einen Kompaktkarawan an. Und zwar, warum schieße ich mich gerade ziemlich auf die Kompaktkarawans ein? Aus dem Grund, klar, Elektromobilität braucht immer was Leichtes, was Kleines oder etwas, was dem Elektroauto hilft. Und da beim zweiten, bei den mitfahrenden Karawans, wie zum Beispiel was Detlefs mit dem E-Home-Karawan gemacht hat, überhaupt nicht vorankommt, verlinke ich euch trotzdem da oben, müssen wir uns auf irgendwas anderes konzentrieren. Klar, wenn es neue Konzepte, neue Studien gibt oder wenn ihr welche kennt, könnt ihr mir die auch gern verlinken zum Thema mitfahrenden Wohnwagen, dass man sagt, man kann mit einem Elektroauto auch mehr oder weniger typische Karawans, größere Karawans oder Wohnwagen ziehen. Bin ich dafür auch immer offen, ne? Aber im Moment tut sich da einfach nicht viel. Weder auf der politischen Seite. Ich habe auch in Markus Emmert nochmal gebeten, uns ein Update zu geben. Mal schauen, ob das noch zustande kommt. Aber solange müssen wir uns ja irgendwie anders behelfen. Und da ich auch für mich eine Möglichkeit im Moment suche, in diesem Jahr und im nächsten Jahr wieder einigermaßen normal auf Camping zu gehen, so wie ich das gerne möchte, schaue ich mich halt im Moment viel bei diesen kleinen Karawanen, bei den Kompaktkarawanen um, weil ich schon denke, dass da interessante Konzepte sind. Und heute schauen wir uns den Take-off von Easy Caravaning an. Und da springen wir jetzt auch gleich mal hin. Hier sind wir auf der Webseite, wo gleich ein interessantes Video eben da ist, so ein Einspielervideo, wo man schon mal gleich sieht hier, dass es ein sehr flacher Karawan ist. Das hat einen wahnsinnigen Vorteil bei der Elektromobilität, ja, weil bei der Elektromobilität nicht nur das reine Gewicht zählt, sondern auch der Windwiderstand. Und der ist hier natürlich spitze, wenn man das ganze Ding runterklappen kann und sozusagen komplett, hier sieht man es schön, komplett hinterm Elektroauto oder hier hinterm klassischen Auto, ist ja egal, verschwindet. Und das Zweite ist natürlich das Gewicht. Und aufs Gewicht kommen wir aber gleich. Als erstes würde ich mir mit euch mal gerne einen Einspieler anschauen oder beziehungsweise ein kurzes Video von Easy Caravaning selber. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Also das finde ich zum Beispiel schon mal sehr cool. Er ist relativ schnell aufgebaut. Einmal absperren. Das Absperren finde ich gut, dass da keiner rankommt natürlich, wenn er jetzt in der Nicht-Urlaubszeit zum Beispiel vor der Haustür steht. Und dann mehr oder weniger ein Handgriff, so schaut zumindest aus und der ist aufgebaut. Das finde ich schon mal relativ cool. Und natürlich ist er genauso schnell wieder abgebaut. Also das finde ich schon relativ oder super. Das hat mich immer, wenn, da komme ich später nochmal drauf, an diese Anhänger, wo man so ein riesen Zelt aufklappen und aufbauen kann, gestört, dass man halt nicht mal schnell rein kann, sondern immer einen Campingplatz braucht, um den aufzubauen. Weil hier jetzt an der Raststätte, wie bei dem Beispiel, oder auch mal für eine Nacht irgendwo zu stehen und dann dieses ganze Zelt aufbauen, wäre mir persönlich zu viel Akt. Muss jeder für sich wissen. Aber der hier da mal kurz hoch und kurz mal wieder runter. Ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung, würde ich sagen.
Hier ist mein erstes Video von meiner CMT-Tour. Gab es ja drei Videos, auch die verlinke ich euch da oben. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Da machen wir jetzt mal einen Ton aus. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Die Zelte hier, die sind ja auch mehr oder weniger auf einem, oder nicht mehr oder weniger, die sind auch auf einem Anhänger drauf. Hinten, wo das Bett ist, da sieht man das dann. Und die sind auch schön leicht und alles super. Und ich glaube, wenn man die auch aufgebaut hat, hat man hier natürlich seine deutlichen Vorteile im Gegensatz zum Take-Off, wenn man deutlich mehr Platz hat. Sonnenklar. Aber natürlich mal für die Schnelle, sich mal wohin zu stellen, gerade außerhalb vom Campingplatz, um mal eine Nacht zu bleiben oder auch einfach nur mal vielleicht irgendwo drin Mittagessen zu wollen, da hat man halt diesen Take-Off sehr schnell aufgebaut, setzt sich rein, macht seine Geschichte, baut oder zieht ihn wieder runter und fährt weiter. Das hat man halt hier nicht. Hier hat man wieder einen Vorteil, um generell mal Vor- und Nachteile zu betrachten. Hier hat man halt den Vorteil, deutlich mehr Platz. Also ist ja natürlich überhaupt kein Vergleich, ne? Also. Aber jetzt würde ich sagen, wir schauen uns generell mal ein bisschen Bilder an. Hier oben gibt es drei verschiedene Modelle. Das ist einmal, lasst mich nicht lügen, hier haben wir es, der Active, der Sport und der X-Side. Groß unterscheiden die sich jetzt hier nicht. Ich sehe jetzt auch keinen großen Unterschied von den Abmaßen her. Ja, auf den ersten Blick fallen natürlich unterschiedliche Bereifungen auf und natürlich andere Aufkleber, also vom Namen her und vom Design her ein bisschen. Aber ich glaube, von der Größe her sind die im zusammengebauten Zustand und wahrscheinlich auch im aufgebauten Zustand alle gleich. Aber das schauen wir uns dann noch an. Hier sieht man ein bisschen so Konzeptbilder. Einmal eingeklappt, einmal ausgeklappt, dann von hinten hier die Tür. Können wir uns eigentlich auch mal größer anschauen, ne? Hier im zusammengebauten Zustand, im aufgebauten Zustand von hinten eben mit der Tür. Einmal im Dunkeln mit dieser Nachtbeleuchtung, da kommen wir aber auch noch später drauf. Und einmal, das finde ich richtig super, dass man verschiedene Möglichkeiten hat des Markisen- oder Vorzeltaufbaus. Also hier ist zum Beispiel so ein Teilvorzelt mit einem Windschutz hier da, aber wie ich auch gesehen habe, diesen Windschutz kann man auch abbauen. Man kann auch Seitenteile dranhängen und man kann sogar, ich glaube später sieht man es nochmal, auf der einen Seite nochmal so ein Aufbau oder Ausbau dran bauen. Ich denke, das ist vielleicht gedacht, um Kinder drin schlafen zu lassen oder sowas. Ne? Also hier zum Ziehen, Lichter, das finde ich jetzt weniger interessant. Dann Lichter, Vorderlicht. Ja, da vorne ist natürlich dann auch, das ist auch cool im Gegensatz zu vielen, die ich jetzt schon vorgestellt habe. Wie auch letzte Woche den Miniaturing, verlinke ich euch auch. Hat der hier halt einen kompletten Gasanschluss. Ich denke zum Kochen und so weiter, aber da kommen wir jetzt dann auch noch drauf. Und man muss nicht kleine Gaskartuschen oder sowas noch mit dabei haben. Ja, hier hat man dann mal so Beispiele, wie es von innen ausschauen kann. Einmal dieser Rundsitz in verschiedenen Farben. Gut, die verschiedenen Farben ist auch mehr Geschmackssache. Und so schaut es dann von innen aus. Was ich total cool finde, ist, dass es sehr, sehr, sehr hell da drin ist. Durch die vielen durchsichtigen Zeltelemente vorne, links, rechts, hat man natürlich schon die Möglichkeit, da sehr viel Licht reinzubringen und in der Nacht hier trotzdem, wenn man die Jalousien hier runter macht, es dunkel zu machen, wer lieber dunkel schlafen möchte. Genau, hier ist dann, gibt es so einen Aufbau, dass man direkt hinten schlafen kann und vorne sitzen kann, aber da kommen wir noch drauf. Oder eben alles zum Bett umgebaut hat. Ne? Also typischerweise wie die Sitzgruppe von einem klassischen Caravan, wo man eben auch umbauen kann zur Schlafgelegenheit. Ne? Verschiedene Aufbauten. Unten drunter auch viele Staumöglichkeiten und den Hauptlattenrost kann man auch aufmachen, dass man halt da sehr viel Staumöglichkeiten hat. Von außen kommt man, glaube ich, nicht dran, aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Aber viel Stauraum hat man zumindest, denke ich. Ne? Könnt ihr mir gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Hier kann man die Klappe kann man aufklappen, habt ihr ja gesehen. Und dann kann man auch hier auch schön Dinge rein und rausschieben. Oder vielleicht so Kleinigkeiten, die man vorne hinstellt. Ich weiß nicht, wie man die rausklappen kann, aber wahrscheinlich nach oben. Nee, geht dann wahrscheinlich nicht, wenn das Bett gerade zu ist. Ne? Aber vielleicht auch, wenn was rausschaut, wie hier, wenn es einfach zu lang ist, lässt man die Klappe weg. Auch so, ich finde, es schaut total gemütlich aus. Klar, wenn man das hier alles aufbauen will, jedes Mal mit einer Schüssel mit Obst und so, das dauert natürlich auch ein bisschen. Aber wenn man eine Woche oder 2 Wochen am Campingplatz ist, kann man das ja machen. Und sonst schaut es eigentlich schon sehr gemütlich aus. Hier hat man jetzt diese zwei Bänke links und rechts. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, wie wir es ja vorhin gesehen haben, dass da hinten so eine U-Sitzgruppe man draus gestaltet. Genau hier, da haben wir jetzt hinten schon mal einen Sitz. Und dann eben das Bett. Oder eben dieses Teilsitzbett. Ne? Wenn man zu zweit ist, sollte das ja auch zum Beispiel so reichen. Ja, hier haben wir nochmal die verschiedenen Stoffe, die schauen wir uns jetzt nicht
Genau an. Die Küche schauen wir uns jetzt nochmal an. Entschuldigung, mit dem Küchenkonzept hier rechts hat man wie so eine zum Abwaschen so ein Waschbecken, so ein portables, zusammenfaltbares. Hier hat man einen sehr hochwertigen zwei Flammenkocher, das ist natürlich auch cool. Und hier braucht man eben kein Gas oder sowas mit in den Wohnwagen nehmen. Das finde ich immer total wichtig. Nämlich der Gasanschluss, gehe ich jetzt davon aus, sonst bräuchte man vorne keine Gasflasche, kann man hier direkt anschließen, damit man hier drinnen eben nur die Gasleitung und nicht die Gasflasche hat. Ist auch besser, wenn es weiter vorne steht, die Gasflasche wegen der Belastung vom Karawan. Und hier unten hat man halt viele Küchenstaumöglichkeiten ohne Ende, wie ich das gesehen habe. Also für zwei Leute auf jeden Fall ausreichend und ich glaube auch zu viert. Das Bett ist relativ breit, spoilere ich jetzt schon mal. Das hat eine 1,60er Breite. Da kann man natürlich auch einmal mit kleinen Kindern zusammen einen Urlaub verbringen. Hier ist eben dieses Waschbecken, was ich gemeint habe. Und eine Kühlbox hat er auf der anderen Seite. Das ist aber allerdings ein Extra, aber da kommen wir noch drauf. Und hier hat man jetzt eben wieder die verschiedenen Möglichkeiten grafisch dargestellt, wie das eben alles ausschauen kann. Hier, ich glaube, das ist sogar jetzt ein Ceran-Kochfeld oder ein Induktionskochfeld, eins von beiden. Man kann die Küche mit rausnehmen, finde ich auch immer ganz wichtig. Wer kocht schon gerne drinnen? Ja. Hier haben wir noch ein paar andere Bilder, die habe ich euch auch mitgebracht, weil der zeigt eben mal dieses Vorzelt, das finde ich auch noch ganz cool. Einmal die brauchen wir uns nicht anschauen, die kennen wir jetzt schon. Aber hier, der hat jetzt zum Beispiel mal dieses Vorzelt aufgebaut und zwar ist es hier direkt dran, also auch kommt kein Wasser, kein Regen, kein nix rein. Und ringsrum eben einmal den Windschutz. Hier hat er mal den Windschutz komplett weg, also nur als Art Markise. Hier nochmal von innen, aber das kennen wir schon. Und hier eben von der Seite. Wollte ich euch eben auch mal zeigen, weil ich das schon sehr cool finde. Aber jetzt kommen wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Und zwar gibt es drei verschiedene Modelle. Es gibt den Active, wie ich vorhin schon mal gezeigt habe, den Sport und den Excite. Also alles lese ich nicht vor, könnt ihr euch selber durchlesen. Ich verlinke es euch wie immer unten. Was hat er alles? Der hier hat jetzt schon mal Stahlfelgen im Gegensatz zu den anderen beiden. Die haben halt hier einmal Leichtmetallfelgen in Silbergrau und der hier einmal im polierten Schwarz. Dann Auflaufbremse mit automatischer Rückfahrsperre. Sie haben einen FI-Schutzschalter. Hier das große Bett, 2 Meter und 5 Länge, brauchen selten. Meistens reicht 2 Meter, aber die 1,60er Breite ist natürlich komplett wertvoll, ist total wertvoll. 1,40er, wie jetzt die anderen kleinen Karawans, kann für den einen oder anderen schon mal beengt sein, gerade mit dem kleinen Kind. Was hat er noch? Verschiedene Lüftungsöffnungen, Flexwand mit Fenster und Verblendung haben wir euch oder habe ich dir vorhin oder euch vorhin gezeigt. Ein relativ festes Dach hat er wohl. Dann die Eingangstür, Beleuchtung, 230 Volt und USB-Anschlüsse, also beides. Die 230 Volt gehen wahrscheinlich nur, weil ich habe das jetzt nirgends gelesen. Wartet mal. Nee, ich habe tatsächlich nirgends gelesen, dass er so eine Art Autarkpaket hat mit einer Batterie drin. Aber wahrscheinlich braucht man hier tatsächlich immer Landstrom, um die 230 Volt und dann natürlich auch USB zu verwenden. Den Tisch, den man hin und her fahren kann, verschiedene Stoffbezüge, die Deichselabsicherung, dann eine CE-Außensteckdose, klar, am Boden unten, um dann anzustecken. Irgendwo muss er seinen Strom herbekommen, LED-Lampen etc. So, was hat dann der Sports mehr, einmal die Leichtmetallfelgen, die hat man schon und dann noch so Reparatursets und so weiter. Ganz wichtig ist eine Tauchpumpe, eine wiederaufladbare, also die scheint wohl auch mal ohne externen Strom zu funktionieren. Die hat wohl einen kleinen Akku drin, so kann ich das, so lese ich das wieder. Aufladbare, also nicht wieder befüllbare, da würde ich sagen eher mit Wassertank, aber wieder aufladbare verstehe ich so, dass die einen kleinen Akku hat und dann wohl auch mal, wenn man keinen Strom hat, funktioniert. Dann hat es den Gaskocher mit dabei, der ist hier nicht dabei. Die tragbare Küche für Innen- und Außeneinsatz haben wir gerade auf den Bildern gesehen. Dann ein Heizluftgebläseheizer, einen elektrischen, der wird auch nur funktionieren, wenn man an Strom rankommt. Da bin ich tatsächlich heutzutage noch bei der heutigen Akkutechnik ein Fan von Gas, dass ich auch mal autark mich wenigstens für eine Nacht mal wohin stellen kann, wo ich eine Heizung habe, wo ich dann eben auch mal kochen kann und allem drum und dran und das ist mit der heutigen Akkutechnologie einfach noch sehr schwer möglich. Tragbare Toilette kann ich tatsächlich darauf verzichten. Ich mag diese Porta-Potties überhaupt nicht. Entweder ich habe eine richtige Wohnwagentoilette, das haben die in der Größe und mit dem Gewicht alle nicht. Die haben alle entweder sowas dabei oder gar nichts. Also da würde ich mir dann immer irgendwas suchen. Muss ich ja als Nicht-Camper, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, auch. Entweder wenn ich unterwegs muss, an der Raststätte rausfahren
Oder wenn ich in der Nacht mich wohin stelle, irgendwo, wo ich auf Toilette gehen kann und auf dem Campingplatz dann sowieso auf die Campingplatztoilette. Alles andere ist, glaube ich, jetzt eher nebensächlich. Ne? Und was kann dann der X-Side noch? Einmal habe ich schon gesagt, diese schwarz polierten Metallfelgen. Er hat eine Anti-Schlingerkupplung, obwohl ich da gar nicht von überzeugt bin, ob man die braucht bei dem Gewicht. Aber da kommen wir noch drauf aufs Gewicht. Ja, das hier ist eher wegen Schönheit. Dann ist die Kühlbox mit dabei, nur beim ganz Großen. Der ein komfortabler Topper und sonst, ja. Ein Organizer an der Einsatz, an der Eingangstür, eine Nachtbeleuchtung, eine automatische und die Erweiterung eben zu dieser Rundsitzgruppe. Aber das können wir uns auch mal im Konfigurator anschauen. Wenn wir uns jetzt den ganz großen, jetzt haben wir den X-Side, den wir uns jetzt konfigurieren, da können wir nicht viel machen, aber hier ist eben vom Grundriss. Ich habe hier die Möglichkeit, diese zwei Bänke zu machen oder ich mache dieses halbfeste Bett dazu und habe dann eben hier diese Möglichkeit, das eben auch da irgendwie ringsrum zu sitzen. Den Tisch könnte ich ja weiter nach vorne verschieben und hätte dann die Möglichkeit, hinten einigermaßen zu liegen und vorne zu sitzen. Interieur, da kann man sich tatsächlich nur die Farbe aussuchen. Also die gehe ich jetzt bestimmt nicht alle durch. Von der Markise her habe ich eben diese Möglichkeit, mir das hier dazu zu nehmen und wenn ich möchte, als Erweiterung auch noch links und rechts diese den Windschutz. Als Zubehör, was habe ich die Möglichkeit? Hier eben Diebstahlsicherung und Fahrradständer. Hier habe ich einen Zeltteppich, ja, den kriegt man auch überall anders her. Also man kann auch den nehmen, um Gottes Willen. Und hier zusätzliche Beleuchtung und einen 13-poligen Stecker. Und dann kommt man eben hier auf den Karawan. Hier könnte man jetzt bestellen, das mache ich jetzt erstmal nicht. Die Preise haben wir uns auch angeschaut. Ohne die ganze Konfiguration sind wir hier bei 18.000, bei 20.000 und bei knapp 22.000 Euro. Na, also wir sind da ganz deutlich in der Range, was auch die anderen Kleinst- und Kompaktwohnwagen haben, vollkommen in Ordnung. Und ich möchte auch nicht mal sagen, der ist besser als der und der ist schlechter als der. Nee, die haben alle ihre Vor- und Nachteile und da muss jeder selber wissen, was er möchte. Für mich wäre der jetzt wahrscheinlich nichts. Ich muss mich noch mal länger damit beschäftigen. Aber was ich nicht mag an dem Wohnwagen sind Zeltwände. Darum ist ja auch zum Beispiel für mich dieses hier weniger ein Konzept, was ich möchte, was ich auch vorhin im Video gezeigt habe, weil das ja mehr oder weniger auch nur ein Zelt ist. Also natürlich schlafe ich höher, ich schlafe nicht am Boden. Das hat auch einen Vorteil gegenüber einem ganz normalen Zelt. Aber es hat für mich nicht die Vorteile vom richtigen Caravan. Und da ist bei mir tatsächlich so, ich habe lieber ringsrum was Festes. Aber muss auch jeder selber wissen. Hier die technischen Daten. Das Gewicht vom ganz kleinen sind 550 Kilo leer, 575 der mittlere und 590 der große X-Side. Zulässiges Gesamtgewicht ist immer 750. Ich weiß nicht, ob man den auflasten kann auf mehr. Ich denke nicht. 750 habe ich schon mal erklärt, ist ein ganz wichtiges Gewicht, dass das jeder, der einen normalen Führerschein ohne Anhänger hat oder ohne Anhängerführerschein hat, den noch fahren darf. Auch wenn es über diese 3,5 Tonnen hinausgeht. Also man darf ein 3,5 Tonnen Auto fahren und zusätzlich den 750 Kilogramm Anhänger dran machen. Man darf auch schwerere Anhänger dran machen, aber dann nur, wenn das Gesamtgespann nicht über die 3,5 Tonnen kommt. Und hier den darf man halt wirklich immer dran machen. Dadurch ergibt sich natürlich diese Nutzlast. Umso größer der Anhänger, desto weniger Nutzlast habe ich, weil natürlich auch der Anhänger immer schwerer wird. Ich glaube, den Rest können wir uns schenken. Den Rest haben wir uns auch schon angeschaut. Ja. Von meiner Seite war es das jetzt erstmal von dem Take-Off von Easy Caravaning. Ich finde dieses Konzept wirklich wieder cool. Ich finde es wieder ein ganz anderes Konzept, eben mit diesem Aufbau, aber mit einem sehr schnellen Aufbau. Und ich finde auf jeden Fall, dass der seine Daseinsberechtigung hat. Und ich glaube auch Liebhaber oder Käufer findet oder bestimmt auch schon gefunden hat. Ja, dann könnt ihr mir gerne schreiben, was ihr von dem Konzept haltet. Also nicht nur von dem speziell, von dem Caravan, sondern auch von dem Konzept mit dem Aufklappen, mit dem Aufwalten, mit dem Zeltstoff ringsrum. Würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis bald mal wieder hier auf diesem Kanal. Ciao!